Guten Tag. Ja, das ist super. Mein Held freut sich immer, wenn ich die Aufnahme starte. Das ist echt schön. Alles klar, direkt geht's weiter, ohne große Umschweife. Jetzt muss ich diese ganze Aufsammelorgie jetzt hier mal noch abschließen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwas übersehen habe. Ja, die Frage ist, wie mache ich das jetzt, damit es auch noch einigermaßen unterhaltsam wird für mich und für euch? Weil normalerweise bin ich so ein Typ, der sagt, ich drehe jeden Grashalm um, wenn man das denn kann, und ich sammle alles auf. Da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust mehr zu, weil das ist irgendwie auf Dauer doch ganz schön nervig. Das will ich jetzt auch nicht machen, Holzfällaxt. Aber so die Sachen, die mir im Weg rumliegen, werde ich schon mitnehmen. Ach, das war... Oi. Schön. Moment, Tasten, komme ich damit klar? Ja. Sklave, er hängt da so ein bisschen rum. Cool, schönes Bild. Das, wenn ich eigene Titelbilder machen könnte, also sprich Thumbnails für meine Videos, dann würde ich das, glaube ich, nehmen. Moment, jetzt muss ich erstmal klarkommen hier. Was ist das? Tipp, alle Gegenstände landen im Inventar. Ja. Ah, mit Drag and Drop, das ist sehr schön, ja. Ich habe 200 Lebensenergie, Stärke 100, das ist krass. In Gothic 1 hat man mit 100, mit 10 angefangen. Ach, die Bildchen sind alle furchtbar klein. Plus 10%. Ja, komm. Immer in den Kopf. Knackt beim Öffnen. Klingt sehr lecker. Heilwurzel. Ich glaube, das ist der Kram, der extrem oft zu finden sein wird. Hallo? Wieso? Was macht er? Alter, hat er da ein Riesending, ey. Nicht schlecht. Okay, noch eins. Das ist sehr spannend. Okay, das soll reichen. Er bewegt sich überhaupt nicht mehr. Er steht komplett starr vor Furcht. Ich weiß es nicht. Ja, Sklave. Durch meine großartigen Kampffertigkeiten sind leider hinten alle gestorben. Ich meine, hab ich überhaupt einen Ork gekillt? Ich weiß es nicht. Vorhin, als ich mal einen kurzen Testlauf gemacht habe, lief das deutlich besser. Die Musik erinnert mich gerade positiv an Elder Scrolls Oblivion. Ich finde, die Musik dürfte eins der besten Sachen sein, die wir hier in dem Spiel zu sehen bekommen. Zu sehen. Schleifstein, da kann man wohl später auch Sachen mitmachen. Hocker haut mich jetzt gerade nicht von demselben. Ja. Ey, ich will ab und zu mal safen. Safen, quick save. Haben wir mit Milton schon gesprochen? Nee, haben wir nicht. Der Typ, ne? Warum hat der auf einmal, Moment, so eine krasse Schmalzlocke? Ist echt nice. Okay. Er kann mir nicht helfen. Ich mag die Orks nicht. Was ist eigentlich mit Lester? Er wollte doch Verstärkung holen. Meine Runen haben ihre Kraft verloren. Ich denke, den anderen Feuermagiern ist es nicht anders ergangen. Ich werde mich aufmachen und versuchen, die alte, wahre Magie zu erlernen. Wovon redest du? Bevor es Runen gab, konnten nur sehr wenige, sehr mächtige Menschen Magie wirken. Das Wissen darum muss irgendwo zu finden sein. Ich werde es suchen. Das waren in kurzer Zeit sehr viele Informationen, fand ich. Also, ich muss sagen, ich weiß von der Hintergrundgeschichte hier, naja, mäßig viel. Also die Runenmagie ist weg. Das haben wir eben schon mal gehört. Deswegen hat Milton auch keine Magie eingesetzt. Das macht sogar Sinn. Aber Lester Verstärkung und eher alte Magie und... Ich komme mit, viel Glück, ich komme mit. Ich komme mit. Wir sollten getrennt suchen. Finde du Xardas. Wenn einer was über die Magie weiß, dann er. Wir werden uns wiedersehen. Da bin ich mir sicher. Ja. Also, viel Glück. Eine Frage wäre jetzt noch. Wir haben Gothic 2 aufgehört. Moment, das war doch, man war in Urdorath und ist dann mit dem Schiff irgendwo hingesegelt. Ach, und das soll doch das gewesen sein, dass man Richtung Festland gesegelt ist. Warum ist Xardas dann vor uns hier und hat schon die gesamte Insel versklavt und so weiter und so fort? Wie hat er das gemacht? Wie in alten Zeiten, was? Die Orks hatten nicht viel drauf. Ich schätze, es gibt noch härtere als die. Was ist mit Lester? Wollt er nicht Verstärkung holen? Das hätte er doch besser wissen müssen. Der weitere Informationen für dich hat. Sprich mit Lester am Strand. Ich mache erstmal Pause. Das ist gut. Hier kann man Sachen braten. Haben wir überhaupt Fleisch? Nein. Ich drücke jetzt auch nicht nochmal Enter, weil ich weiß nicht, was dann wieder passiert. Das ist nicht schön, was da passiert ist. Bis später. Sieh zu. Oh, okay, ich guck zu. Der letzte Scheiß, das klingt schon mal gut. Das erinnert mich tatsächlich an alte Zeiten.
Ich hoffe mal, die Musik ist nicht zu laut. Ach, da... Oh, oh. Inzwischen ist ja sogar Wasser da drin. Ach ja, was ich noch sagen kann, ist, ich habe mir damals in 2006 einen neuen PC gekauft. Ja. Und das war extra für... Oh, wo ist denn... Warum ist denn der Name so weit vorne? Hä? Holzschild, okay. Alles, was weiß ist, kann ich, glaube ich, mitnehmen. Das ist schon mal gut. Und ich bin ja ein Langfinger tendenziell. Ich muss ja eigentlich, wenn ich jetzt wirklich mal, wenn ich mich mal selbst in den Hintern treten kann, dann muss ich irgendwann auch mal Thief spielen. Nein, nicht auf den Hocker. Nicht auf den Hocker. Nicht auf den Hocker. Sprich Dark Project zu gut Deutsch. Und, ah, Moment, man könnte doch... Ja, genau. Wenn man sich nämlich, wenn man schleicht, kann man die Sache tausendmal schneller aufsammeln. Das finde ich sehr witzig. Schwert. Darf ich die Sachen ausräumen oder nicht? Eigentlich nicht, ne? Ich habe mir damals einen neuen PC gekauft. Extra für Elder Scrolls Oblivion. Was mich ja... Oh. Was mich ja damals echt umgehauen hat, die Grafik. Also ich hatte das gesehen, die Bilder. Das ist jetzt so als kleiner Exkurs mal. Ich habe die Bilder gesehen. Moment, ich versuche jetzt... Ich speichere mal und ich versuche mal die Truhen zu öffnen, weil vielleicht ist hier was drin. Dazu fällt mir gleich noch was ein, was ich erzählen kann. Nämlich, dass in eine... Es war wohl so gedacht, je mehr Truhen man öffnet, umso mehr... Was ist das? Rohstahl. Boah, Goldwert 180. Umso mehr sollte der Wert der Sachen da drin steigen. Das heißt, umso bessere Sachen sollte man eigentlich finden. Aber das war durch einen kleinen Fehler leider nicht möglich. Das wurde erst mit einem späteren Patch nachgeliefert. Das war echt... Also eigentlich muss ich sagen, es wäre ja lustig, wenn es nicht so traurig wäre, ne? Aber als das Spiel rauskam, war das so derbe verbuggt. Ich meine, es... Ich meine, das sagt schon einiges über die Qualität eines Spiels. Das Spiel kam raus und noch am selben Tag... Wir haben dir viel zu verdanken. Ja, stimmt schon. Was habe ich denn gemacht? Am selben Tag, also am Release-Tag, kam schon ein Patch. Und sorry, das spricht definitiv nicht für die Qualität eines Programms. Oh, schönes Feuer. Ah, das gibt was. Da kann man irgendwas rauskriegen. Das kenne ich schon. Woher? Du hast noch gar nicht ein Buch gelesen, du Feudel. Naja, stört euch das eigentlich, wenn ich... Hallo, hallo, hallo. Stört euch das eigentlich, wenn ich eure Hütten ausräume? Nein, ne? Ist ja keiner mehr am Leben, den das stören kann. Ach nee, das sind ja Ork-Sachen. Da geht das ja. Auf jeden Fall, 2006, genau. Es ist schon 7 Jahre her. Oh Mann. Neuer PC und alles. Und ich habe Oblivion gespielt und ich habe es gesehen vorher auf den, in den Screenshots und habe mir einfach nur gedacht, Hammer. Weil ich habe nur gedacht, ich habe diese Wälder und Gräser und alles gesehen, Natur da drinnen. Das war einfach genial. Es hat mich, das passiert nicht häufig, dass mich irgendwas wirklich umhaut. Und da habe ich echt gesagt, geil, ich brauche einen neuen PC. Normalerweise bin ich bei solchen Sachen relativ sparsam, aber da habe ich gesagt, ne. Gut, mein Alter war auch schon wieder ein paar Jährchen alt, muss ich dazu sagen. Karotten, das ist cool. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das machst du gleich auch für Gothic 3 auch noch mit. Und ja... Puh. Ich war so bitter enttäuscht von Gothic 3. Ich meine, jeder hier von euch, der meinen Kanal schon ein bisschen verfolgt, der weiß ja, Gothic 1 war mein Lieblingsspiel. Ist es vielleicht sogar immer noch, ich weiß es nicht. Ich spiele gar nicht mehr so arg viel außerhalb von LPs, muss ich sagen. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch so selten LPs. Ja, und ich... Im Moment, ich verliere den Faden schon wieder. Pff. Oh, die Kiste sieht gut aus. Abgebrochen. Nein! Oh, ich mach alles kaputt. Kann ich überhaupt Kisten öffnen? Auf jeden Fall war ich schwer enttäuscht von Goldwert 2. Die Missionen des Helden, ne? Ruf, Fraktionen und so weiter. Das ist uninteressant jetzt. Alle Attribute und Talente. Aha, Lernpunkte, Trainer. Aha, Talente wegen Mordskill, entsprechend Talentsymbol. Truhen öffnen. In einem Dietrich knacken. Ach, ich habe gelesen, man hat eine 30% Abbruchschance. Abgebrochen. Nein! Ja! Haha! Tier zähmen. Und im Kampf beistehen, wenn es kann. Huh, nice. Alles klar. Ich brauche Dietriche. Ja, ich brauche Dietriche. Auf jeden Fall, 2006 kam. Ich habe also vorher. Ich meine, 2006 war ja schon. Auf jeden Fall, Elder Scrolls habe ich mir gekauft. Irgendwann im März kam das raus und ich habe mir gedacht, geil. Es war schon nice.
ich muss sagen, ich habe es zwar nicht durchgespielt, weil, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, ich habe meine Schwierigkeiten damit, meine Faszination für irgendein Spiel beizubehalten. Ich kann zurzeit nichts herstellen. Warum? Was? Wie? Warum nicht unten was? Fläschchen, 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 Fläschchen. Ist hier noch mehr? Fläschchen, Fläschchen? Nein, 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 halt. Ah, es geht. Ach, mit rechtem Maus, das kann ich abbrechen. Sehr schön, sehr schön. Och, hier ist jede Menge Kram. Ja, Kram sammeln macht Spaß. Hihi. Fläschchen. Fläschchen. Oh, oh, oh. Fläschchen, 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 Fläschchen. Fläschchen, 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 Fläschchen. Hier steht was über Alchemie. Alchemie plus 3 gleich 13. Das ist nice. Kann ich... Ah, ich kann was machen. Oh, ich kann Heiltrank herstellen. Heilpflanze? Habe ich die aufgefuttert? Och, nee. Der Ohrhäuge plus 50, ey. Ich hätte lieber... Naja, das kann man vorher nicht wissen. Also das Spiel, das könnte es vielleicht auch mal wieder interessant machen. Ich muss einfach erstmal das eine zu Ende erzählen. Ich krieg's gar... Halt! Ich krieg's gar nicht auf die Kette. Also auf jeden Fall, Oblivion, ich fand's geil, muss ich sagen. Und Gothic 3 kam dann, wie gesagt, und es war für mich eine Enttäuschung. Eine herbe Enttäuschung. Storymäßig, technisch, in jeder Hinsicht. Ich war enttäuscht. Ich habe nach Gothic 1 so viel erwartet. Nach Gothic 2 war ja auch noch gut, wenn auch anders. Oh, Schatten vom Baum. Cool. Und ich war einfach schwer enttäuscht. Ja, hier auch was Grafik angeht, dass ich hier jetzt überrascht von bin und teilweise begeistert. Wie ich es auch schon öfter gesagt habe, ich habe keinen großen Bezug zu neuen und aktuellen Spielen. Also das Neueste, was ich noch mitunter gespielt habe, dürfte Stalker gewesen sein. Also kann es durchaus sein, dass wenn ich jetzt sowas spiele hier, teilweise sage, oh, coole Grafik und so, obwohl das für die allermeisten Leute schon alt ist. Ja? Aber, na gut. Hier steht nichts Neues. Na, das ist schade. Ja, was es vielleicht auch ganz interessant machen könnte für euch und für mich, dass es mal wieder ein Spiel ist. Mal wieder? Moment. Ich habe neulich Cliffhanger gespielt, das hatte ich auch schon. Es ist ein Spiel, was ich wenigstens halb blind spiele. Obwohl ich beide Augen offen habe. Ich muss ab und zu mal safen, weil das Ding soll wohl auch relativ gerne abstürzen, trotz den vielen Patches. Und sie haben gesagt, die Fixliste befindet sich, also die Anzahl der Fixes ist im vierstelligen Bereich. Im vierstelligen Bereich, das macht 1000 bis 10.000. Da haben sich die Leute einfach kostenfrei dran gesetzt und haben einfach mal UPID die ganze Scheiße gefixt. Es ist krank. Krank. Oh, da ist Geheimgang. Nein, leider nicht. Naja, das könnte also durchaus mal interessant sein, dass ich jetzt einfach auch ein paar Sachen nicht kenne. Ich weiß nicht perfekt schon vorher, wo ich hinlaufe. Oh, ja, da. Den Schrein anbeten, das kann man wohl auch, ja. Also ich hab's damals halt... Oh, oh, Apfel ist gut. Schon mal angefangen, ich weiß nicht. Ich hab ein paar Enos. Level gemacht. Enos! Muss ich dafür verliere ich doch irgendwas, oder? Ich will mich darüber lieber erstmal informieren, bevor ich hier Mist baue. Ich verliere total den Überblick, wo ich hier schon lang gelaufen bin. Ich laber und laber und ich habe keine Ahnung. Ach, ich war gar nicht auf dem Leuchtturm oben. Da muss ich nochmal hin. Hallo? Jemand zu Hause? Gibt's hier denn was? Das Schöne ist, im Vergleich zu meinem allerersten Let's Play mit Gothic 1, bin ich jetzt deutlich weniger schüchtern und Kram und... Obwohl ich gemerkt habe, als ich eben angefangen habe aufzunehmen, im ersten Moment, ich denke so, hallo und ja, was wollte ich eigentlich sagen? Naja, egal. Am Anfang zogen die Nomaden über das Land. Story. Und der ewige Wanderer führte sie. Der ewige Wanderer, Nomaden? Ach ja, es gibt drei Fraktionen. Es gibt die Orks, die Rebellen und die Nomaden. Ach ja, und Tag- und Nachtwechsel gibt's auch. Cool. Nee. Ach, ich dachte gerade, da säß ein, das war ein blöder Eimer. Sehr schön, dass ich alles ausräumen kann. Auf jeden Fall, ach ja, es sollte jetzt so sein, dass je mehr Truhen ich öffne, dass dann auch immer bessere Sachen drin liegen. Go, go, go! Ich muss schon wieder gehen. Ach du Schande, die Zeit vergeht. Ich habe eine Folge lang nur Kisten geplündert, aber gut, okay.
Ich glaube, alle Leute, die Gothic kennen, werden damit nicht so ein arg großes Problem haben, weil das ist einfach so. Ja. Vielleicht können sich ja jetzt auch ein paar Leute wieder mal dafür begeistern, was ich hier mache. Ich meine, ich bin... Naja, ich möchte nicht sagen, ein fauler Hund, weil ich mache schon immer irgendwelche Sachen, nur ich nehme nicht so wahnsinnig oft auf. Also ich bin keiner, der jeden Tag was aufnimmt und jeden Tag Sachen hochlädt, was ja einige Leute zu erwarten scheinen. Naja, damit kann ich nicht dienen, weil ich auch noch, ob man es glaubt oder nicht, ich weiß es nicht. Ich habe ein... ich habe ein Leben außerhalb. Na gut, okay. Ja, ich mache auch sonst viele Computersachen, aber... aber nicht immer... Ich spiele nicht arg viel, das muss ich sagen. Aber ich glaube, es gibt doch noch ein paar Leute, denen meine Videos gefallen. Die freuen sich auch, wenn ich was hochlade. Und das ist schön, das freut mich auch wiederum. Huch, was ist denn jetzt kaputt? Spiel gespeichert. Okay, dann schließen wir dieses Kapitel mit der Aussicht hier außen drauf ab. Das Schöne ist... Mein Laptop, auf dem ich jetzt spiele, ja, es klingt ein bisschen komisch, weil Laptop ist eigentlich keine Rechenmaschine, aber ich habe mir einen Laptop ja vor einer Weile gekauft und der ist aus Ende 2011. Das heißt, ich kann dieses Spiel jetzt tatsächlich mit aufnehmen, sogar in akzeptablen 60 Frames per Second spielen. Es ist echt schön. Alles klar, Leute. Dann bis gleich. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen weiter auf, jetzt, wo es ja hier draußen weitergeht. Lasst mir Kommentare da, das freut mich immer sehr, wenn ihr euch irgendwie einbringt, wenn ihr mir sagt, was ihr toll findet, was nicht. Schreibt mir einfach irgendwas. Das ist immer sehr schön. Das macht mir dann am meisten Spaß. Bis zum nächsten Mal.